nochmal, wir sind wir sind jetzt bei den Nachbarn und die Nachbarn sagen, dieser Garten ist nicht typisch deutsch. Wir gucken mal, ob das stimmt. Ja, natürlich. Hast du Lust, uns den Garten zu zeigen? Zeig's. Und wie heißt du? Kita. Ich heiße Nikita. Ich heiße Schmidi. Nikita, ich bin Marco. So, das sieht sehr typisch aus, wenn du mich fragst. Nikita, was okay, gibt es gerade bei uns? Jetzt haben wir gegessen. Du musst nach Hause. Blumen. Es gibt Blumen. Kennst du auch einen Namen von einer Blume? Vielleicht Rosa. Rose. Das hier ist eine Rose. Und weißt du, wie das heißt? Könnt ihr uns sagen, wie das hier von der Rose heißt? Der hat zu viel verlangt. Das sind überfragt. Das heißt Knospe. Und nach der Knospe kommt die Blüte. Aha. Ja. Und weiß ich auch nicht, das ist eine typische Blume. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Habe ich vergessen? Ah, sehr gut. Komm, Nikita, wir gucken mal. Ein kleiner Teich. Und ich habe gehört, ihr habt Enten. Ja. Also jetzt und wir haben hier einen Frosch. Ein Frosch? Ja. Echt? Wow. Ja. Wow. Ich sehe kann besser. Aber sie kann besser, Frosch? Das Geräusch für einen Frosch. Und du? Als ich klein war, ich war im Krankenhaus und jemand hat mir gezeigt. Und nachdem alle Frosche mögen mich. Guckt mal, aber findet ihr nicht? Ich bin Froschoma. Das nochmal, Frau? Tatjana. Tatjana, ich bin Schmidi. Schmidi. Marco. Und Tatjana, hallo. Wo kommt ihr her? Eigentlich aus der Ukraine. Cool, schön. Ja. Aber ihr seid schon lange hier, sonst hättet ihr keinen Garten in einer deutschen Kleingarten an. Ja. Das ist schön. Sehr. Ja. Und eine Hollywood-Schaukel? Die sind schon kaputt. Sehr die kaputt. Ich habe repariert, wie ich konnte. Ja, nee. Also irgendwann kaufen wir neue, ganz richtige. Es war er improvisiert. Ja, super. Sagen wir Nikita, so. Was gibt es noch? Zeig mal. Nee, aber bei uns. Ja, eine Sie sollen zu unseren Nachbarn kommen. Sehen Sie, bei ihnen ist alles so. Wunderbar. So perfekt, alles so ein bisschen zu perfekt. Ich sag ja, also muss ich aber das stört nicht, also zu perfekt auch stört nicht. Ein bisschen, Also wenn ich gucke, da kriege ich immer Angst. Ich schaffe es nicht. Eine Schaukel? Oh, übrigens, das ist dieser, wie heißt das? Ein Bewässerungssystem. Ja, ein Rasensprenger. Rasensprenger. Ah. Und Nikita? Spielst du manchmal da drin? Ja. Springst du manchmal durch? Aber ich hatte jetzt gemacht, nein. Hier haben wir eine. Keine Ahnung. Was haben wir da? Wie heißt das? Schubkarre. Ach, Schubkarre. Die Schubkarre. Wir sind also im Bau, sagen Sie. Alles im Prozess. Ja, im Prozess. Sehr schön bei euch. Ich würde gerne hier am Wochenende im Garten sitzen. Also willkommen. Ja, willkommen. Bei uns sind wir. Danke. Alle willkommen. Und das sind unsere Erdbeeren. Die Erdbeeren und die Tomaten. Ich bin stolz. Tomaten, ja, aber du hast nicht gesehen, also wir sehen die Tomaten, die sind meine Nachbarin. Ich vergleiche die nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, aber die wachsen und ich bekomme immer Tomaten. Und das wunderbar, weil alle sagen, also im Freien. Wie von Oma. Die schmecken, ja. Richtig, also. In alter Zeit in der Ukraine bei Oma. Oh, wie schön. Ich liebe die Tomaten aus dem Garten meiner Eltern. Ja, die sind süßlich. Aber bei allen, die sind im Gewächshaus. Und deswegen, die sind irgendwie anders und so weiter. Aber bei uns, die sind richtig klein. Mhm. Wild und wild und lecker. Freie Natur. Ja. Sehr schön. Hier sind okay. Kirschen, glaube ich. Ja, Süßkirschen. Süßkirschen. Ja. Da sind Sauerkirschen. Nein, nein, okay. Der Kleine? Ja, die Kleine. Ja. Aber das sind, ich weiß nicht, wie heißen diese? Die kleine. Pflaumen, ganz kleine. Wie heißen die? Mirabelle. 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 Ah, okay. Ja. Oder Kirschpflaumen. Sie können sich vorstellen, wie viel bekommen wir im Herbst. Also, oh, okay. Wir bekommen alle Baum. Ja. Das kennt man im Garten nach. Wow. Ja. Ihr Lieben, wir verabschieden uns. Ganz, ganz lieben Dank, vielen Dank, dass wir euch besuchen durften. Willkommen noch. Wir machen Videos. Wir machen Videos für Leute, die Deutsch lernen. Also. Und die also. Sich nicht nur für die Sprache, sondern auch für die Kultur interessieren. Aha. Ja, ja. Dann schöne Grüße. Tschüss. Willkommen.